Leichname der Umbertus-Klinik ist voller akuter Crystal-Fälle. Der körperliche Entzug ist noch nicht mal das Schlimmste. Crystal zerstört das Gehirn, führt zu Halluzinationen, Psychosen, zu Schizophrenie und Aufmerksamkeit. Und geschaut, was ich mit dem Inhalt kochen kann. Und die neue Regierung unter Nestor macht dasselbe. Da war man angeschaut und hat gesagt, was können wir schon vorhandenen aufbauen? Können wir wieder eine Zukunft? Deutschland hat all seine Nachbarn, die es exportiert, Spaß daran und verordnet, dies zur Rezession führen. So kann man keine 3% Wirtschaftswachstum halten. Konsequenz, heute wächst die deutsche Wirtschaft fast so gering wie die der anderen. Gerade eigentlich sagen die Argentinier, Europa wird es auch. Zurück nach Deutschland. Ich hoffe, Sie haben schon alle Geschenke für den Samstag und müssen sich nicht mehr stressen. Dazu eine schöne Zahl. Jeder Bundesbürger gibt im Schnitt an Weihnachten 241 Euro für den Gabentisch aus. Und diese Zahl zeigt uns auch, anzusparen, das war einmal. Heute gibt es